Hier in Steinen war ein Gastwirt, Metzgermeister und Gastwirt. Das war ein sehr frommer Mann und der hat es wirklich ernst genommen mit seinem Glauben. Und weil er sagte, wir haben hier nichts verloren und die Flüchtlinge haben alles aufgeben müssen. Wir wollen irgendwas organisieren, dass auch eben die Flüchtlinge da wieder eine neue Heimat finden. Und dann hat er hier ein Gelände zur Verfügung gestellt, was über 10.000 Quadratmeter hatte. Das war ein Acker, ein Riesenacker. Und der war damals noch ziemlich weit entfernt vom Ortskern. Der Ortskern Steinen lag vorne und diese Siedlung wurde also einen guten halben Kilometer weiter weggebaut. Man wollte schon Flüchtlinge, aber nicht so nahe. Nicht? Ist ja verständlich. Inzwischen ist das längst aufgefüllt und ein Dorf geworden. Nicht? Aber da hat sich eine Bürgerinitiative hier gebildet, in Steinen von Bürgern. Und die haben, also das Gelände wurde zur Verfügung gestellt. Andere haben auch noch was dazu gegeben, haben gespendet, haben Bürgschaften übernommen und dann konnte zusammen mit der evangelischen Siedlungsgenossenschaft konnten diese Häuschen erstellt werden. Da wurden 13 Doppelhäuser, also 26 Familien konnten einziehen und weil das winzige Wohnungen waren, zwei Zimmer und Küche, konnten da zwei Familien drin wohnen zuerst. In diesem Haus, wo ich jetzt wohne, das ist das Nachbarhaus von meinem Elternhaus. Das Elternhaus ist direkt angebaut, da wohnt jetzt meine Tochter mit ihrer Familie. Und hier wohnte auch eine große Familie, die hatten zuerst 4 Generationen in diesem Haus. Wir waren so glücklich, als wir in unser eigenes Haus einziehen konnten. Da will ich jetzt auch noch mal was lesen, vorlesen von meiner Mutter, die konnte sich dann auch so freuen. Die hat dann über uns Kinder auch geschrieben, ganz kurz. Wir freuten uns alle auf das Haus und den Garten. Hartmut, der ja noch ein Baby war, als wir flohen und eigentlich nichts anderes kannte, kaufte gleich Radieschen und Sonnenblumensamen und trug sie wochenlang in seiner Hosentasche mit sich herum. Die Häuser in Steinen wuchsen. Männer, Frauen und Kinder schafften in vorbildlicher Zusammenarbeit auf den Bauplätzen. Mein Vater arbeitete unermüdlich an unserem Haus. Er wirkte trotz großer Anstrengung fröhlich. Mein Bruder Gottfried war inzwischen aus der Ostzone gekommen und half tüchtig mit. Sie legten gemeinsam Dielen, deckten das Dach und führten die Malerarbeiten aus. Und dann noch eine ganz kleine Passage, das ist Sommer 1951. Da schreibt meine Mutter: Nie werde ich unseren Einzug vergessen. Meine Eltern waren einen Tag vor uns eingezogen. Es war wie ein Nachhausekommen. Mutter stand mit ausgebreiteten Armen in der Tür und hieß uns willkommen. Mein ganzes Leben wollte ich nicht aufhören, Gott zu danken für all das, was er für uns getan hatte.